Hallo Fritz. Hallo Paul. Hallo Alex. Hi, was macht ihr? Ich film. Und deinen sexy Po. Geil. Alter, ich glaube, wir haben dieselbe Unterwäsche an. Echt? Ihr seid Schlüpfer-Cousins. Achtung. Ah, fast. Gibt's für dünn und fett, siehst du? Und bei dem Wetter riechen wir wohl beide wie Puma. Ja. Ja, was gibt's Neues? Also, Alex ist wie angekündigt wieder da. Er war jetzt schon in Nagasaki, hat Fukuoka ein bisschen unsicher gemacht. Und am ersten Abend gab es gleich erstmal eine Reifenpanne. Und deswegen, den Kanal verlinken wir auch bei YouTube natürlich. Ist er ein bisschen rumgefahren bei Upgarage und hat sich da schicke Felgen gekauft, wie man sieht. Ja. Also, ich finde, wir hatten das Gespräch gerade schon. Und ich finde, die passen super auf das Auto auf jeden Fall. Ja. Ja, ansonsten hatten wir gerade eine Ölvorstellung, eine additiven Vorstellung hier. Und zwar einer der größten Händler, die haben auch beim 24-Stunden-Rennen, jetzt nicht Deutschland, aber Japan, war ja vor kurzem, haben die auch zwei, wenn man vom Teufel spricht, ja, hat er gerade gefragt, ob wir vielleicht Interesse hätten an Öl und so weiter und so fort. Und habe ich gesagt, an sich erstmal nicht nein. Und dann hat er aber was Interessantes gehabt, und zwar so ein Additiv. Und dann habe ich gefragt, ob man das vielleicht mal irgendwie sehen kann, was das für Wunder wirkt. Und dann hat er gesagt, ob er uns einen Test vorführen darf. Und ich dachte, wie an unseren Autos oder was? Auf keinen Fall. Aber er hat da so einen kleinen Koffer gehabt, so ein Gerät. Und ja, also das sah schon recht interessant aus, was das so kann. Ja. Deswegen haben wir uns jetzt mal ein paar Dosen eingeladen und gucken mal. Alex kriegt auch eine Dose davon ab. Der ist quasi unser Testkarnickel. Aber so, was wir von dem Test, also von der Vorführung gesehen haben, das war auf jeden Fall nicht verkehrt. Das kann man ruhig mal da haben, falls mein Auto irgendwie unruhig läuft oder sowas. Mal gucken, was es bringt. Habe ich schon erwähnt, dass es warm ist. Man sieht es hier an. Oh ja, ich merk's. Hier, Fritz, für dich. Aber der Hund, der liegt auch da in seiner Ecke und ja, versucht sich irgendwie zu retten. Du hast ja schon ein paar Aufnahmen gemacht, habe ich gesehen. Aktuell wird ein Fahrwerk verbaut von Blitz. Ich finde das Blitzfahrwerk übrigens auch sehr geil. Ich hatte das mal, früher haben wir das öfters mal verbaut, wo wir noch bei Autopoint drüben so eine Sachen gemacht haben. Und farblich finde ich es halt auch sehr interessant, ne? Ja. Ist halt nicht immer das Grün. Ja, ansonsten kommt jetzt noch Body. Das machst du alles in Deutschland, oder? Oder kommt das hier schon dran? Nackig, einfach so wie es ist. Das ist die komplette Front, die Seitenschelle. Ist das schon lackiert? Das ist weiß, das sieht man nicht. Das ist. Entweder bleibt das weiß oder ich mache das hier mit Dosenlack. Das wird schon. Feel free, wir haben Videomaterial auf jeden Fall. Ja, also wir werden euch auf jeden Fall weiterhin zeigen. Oh, mit Tobi bist du am Start, sehe ich gerade. Tobi ist der Wagenheber. Achso, ja, Tobi wird jetzt herablassen. Sei nicht so herablassen zu Tobi. Das ist der Vorarbeiter von Fritz, ich wollte aufpassen. Der war schon lange nicht mehr im Video zu sehen, Fritz. Das stimmt. Der Tobi. Aber wie ihr seht, geht es ihm noch gut. Die stehen da übrigens immer noch. Yes. Federt, oder? Ja, ein bisschen. Das werde ich noch irgendwann gegen ihn verwenden. Ja, ansonsten wollte ich euch eigentlich heute eine S15 vorstellen. Also nicht diese, sondern noch eine andere. Halt mal so zeigen, was aktuell preislich so geht. Und ja, da kommt dann auch noch ein Aero-Kit dazu. Das haben wir aber in letzter Zeit ja öfters gehabt. Bei der letzten weißen, die so schön weiß. Bei der letzten weißen, die so schön war, die auch in die Schweiz gegangen ist, hat der Kunde dasselbe gemacht. Auto gekauft, Aero-Kit nachträglich besorgt, wir schicken es halt mit raus. Mittlerweile ist es echt schwierig, eine mit direkt diesem Aero-Kit schon dran zu finden und die Preise sind halt irgendwo da oben. Deswegen ist das immer eine ganz gute, wie nennt man das, Alternative. Was ist denn los jetzt? Das ist bestimmt die Hitze. Gut, also die werden wir dann wohl beim nächsten Mal zeigen. Ansonsten ist jetzt hier, also Evo-Parade ist erstmal beendet, wie man sieht. Die stehen jetzt unten zur Vorbereitung fürs Verschiffen. Ein Evo kommt ja noch. Aber jetzt geht es dann mit der S-Chassis-Parade weiter, weil uns erwartet eine PS13, eine 180 SX
eine weitere S15 und man weiß ja nicht, was da noch so kommt. Ja, mehr gibt es dann auch dieses Mal erstmal nicht. Ich möchte auch ganz schnell wieder in mein klimatisiertes Büro und euch hier leiden lassen. Ich will da auch rein. Komm gerne mit. Aber du kennst den Dresscode da drinnen, ne? Ja. Fritz kennt das auch schon. Ja, ansonsten dann. Oh, sorry, Mr. Paul. Er hat uns noch ein Zettel gebracht, wo drauf steht, wie das Mischverhältnis ist. Inklusive Veranschaulichung. Das überreiche ich dir, Fritz. Jetzt weißt du auch, warum der 2 Stunden auf dem Parkplatz gestanden hat. Der musste das noch malen. Ja. Gut, zurück zum Thema. Wir sind fertig. Die Einblendungen sind passiert. Ja, das Öl haben wir auch erwähnt. Gut. Dann würde ich sagen, wir schwitzen hier alle schön weiter. Oder ihr und ich gehe ins Büro. Ihr liked, teilt, kommentiert, abonniert. Bis zum nächsten Mal, euer Sumo-Team.